Die Menschen im Iran wollen dieselben Freiheiten wie andere Menschen auch auf der Welt. Es geht darum, dass man sich versammeln kann, wie wir es hier gerade tun. Es geht darum, dass man frei sprechen darf, wie ich es gerade tue. Es geht darum, dass man frei das glauben darf, was man will. Und das ist der Grund, das ist der zentrale Grund, warum die Menschen im Iran unsere Unterstützung brauchen. Unsere deutsche Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel sich zum Iran äußert, 10 Minuten vor der Kamera, das über das Atomprogramm ausführlich redet und mit keinem einzigen Wort die Menschenrechtssituation im Iran anspricht. Das geht so nicht, so kommen wir auch in der Menschenrechtsfrage und vor allem der Atomfrage. Wenn die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi, eine Rechtsanwältin, eine Strafverteidigerin, sagt, dass über die Hälfte ihrer aktuellen Mandanten im Gefängnis sitzen, weil sie damals im Laden entschieden haben, okay, ich kaufe mir ein Nokia-Handy, dann ist das eine verdammte Schande für diese Firma, dass sie diese Technologie an den Iran geliefert hat, damit sie die Menschen im Iran observieren und überwachen und unterdrücken können. Wir müssen die Namen herausposaunen, wir müssen der Welt zeigen, um welche Menschen es geht und dass es vor allem um Menschen geht, für die wir heute stehen und für die wir Aufmerksamkeit generieren wollen. Das ist das Einzige, das Wichtigste, was wir jetzt für diese Person tun können.